Hallöchen, Dudus, herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Staffel 3 mit Sam. So, Nacht ist überstanden. Wir haben wieder Hunger. In einer Stunde muss er wieder bei der Arbeit sein. Das heißt, ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal. Ich glaube, wir müssen dieses Mal wieder mitmachen. Ja, ich meine, dieses Mal müssen wir mitmachen. Oh, die Dingens ist kaputt. Nee, das reparieren wir lieber selber. Und kriegen Sturmtoß und Sam ist dann tot. Ich sehe schon, komm. Du gehst erstmal duschen, jetzt bevor du zur Arbeit gehen musst. Das sollte ja nicht allzu lange dauern. Ach ja. Oh, wieder ein dackeliger Sim. Der singt. Ja, alles klar. Dann sing du mal fröhlich vor dich weiter. Ja. Also hier unten wollte ich ja das Bettzimmer hier, Schlafzimmer, das war das Wort. Wollte ich ja hinpacken. Obwohl ich ja überlegt habe, ich habe jetzt am 17. März Geburtstag. Ich überlege mir, ob wir uns da nicht einfach ein neues Haus schenken sollen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Schreibt's einfach mal in die Kommentare, ob ich mir wieder Geld schenken darf. Wie zu Weihnachten letztes Mal. Und dann machen wir uns nochmal ein neues Haus. So, die Schicht beginnt jetzt. Soll Sam alleine zur Arbeit gehen oder wollen wir mit? Wir wollen mit diesmal. Entschuldigung. Ja, heute noch? Ich bin ja so ein riesiger Fan von Ladebildschirmen. Gut, wir haben Musik gehört. Kann jetzt das neue Bild kommen? Oi. Dankeschön. So. Oh, wir können uns diesmal richtig um Patienten kümmern. Das ist schön. Ian, Abstrich. Wir sollen die Ohren untersuchen. Wir sollen Medikamente und einen Abstrich nehmen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Wer zum Teufel bist denn du? Warum läufst du so komisch rum? Sebastian. Sebastian, warum läufst du so komisch rum? Und ich habe immer noch nicht dieses eine. Ist das Alice? Alice! Hallo Alice. Okay, wir kümmern uns heute jetzt um Alice. Alice, wir müssen einmal deine Ohren untersuchen. Ob du uns auch hörst. Für alle, die es nicht wissen, Alice ist meine PlayStation. Und ich glaube, Alice müsste die PlayStation 4. Ja, Alice ist PlayStation 4. Hallöchen, Alice. Was machst du hier? Zeig mir mal deine Ohren. Man kann durch dich durchgucken. Das sollte eigentlich nicht sein. Sam hat erfolgreich eine Untersuchung als Training an einem Patienten durchgeführt. Die Testergebnisse scheinen gültig zu sein, aber da die spezifischen Daten sein medizinisches Verständnis übersteigen, werden sie zur Diagnosestellung an einen Arzt übergeben. Sam hat auf jeden Fall viel gelernt. Okay, ich möchte aber noch mal einmal bei dir einen Abstrich nehmen. Da. Du lachst komisch, Alice. Oh. Dankeschön. Steht genau dasselbe jetzt da? Nee, Alice sagt, es wurde erfolgreich eine Gewebeprobe entnommen. Jetzt muss Sam sie mit dem chemischen Analysegerät testen, um Daten für die Diagnose zu erhalten. Nadja, ist Jürchen? Jo, Jürchen, hallo Jürchen. Ich möchte gerne deine Temperatur messen. Kann man das auch nochmal hier? Jo. Bip, bip. Ja, alles klar, das wissen wir auch schon. Das haben wir schon mal gelesen. Und Medikamente bringen, Medikamente bringen. Lauf nicht weg, Kollege, bleib hier. Was machst du denn? Aber Medikamente kann ich dir wahrscheinlich erst bringen, wenn du untersucht wurdest, ne?
Ja. Use an old Opel. Oh, Glitch. Sabavinic. Patient behandeln. Medikamenten gegen Gashorn und Gekicher. Okay. Idi ha shenisi. Yopia. Gwin jayadino. Okidok. Die Behandlung von Alice Status mit Medikamenten war erfolgreich und ihre Krankheit wurde geheilt. Sam hat eine korrekte Diagnose gestellt, sodass die Jobleistung ansteigt. Das ist schön. So, Patientenprobe analysieren. Das müssten wir hier an diesen Dingern hier machen. Die sind leider beide belegt. Das ist jetzt doof. Da hinten ist auch keins, ne? Ne, das scheint ein MRT oder sowas zu sein. Das ist ein Röntgen. Ach, damit kann man dann Ergometrie. Und das könnte MRT. Was bist du? Du bist einfach nur ein Operationstisch. Okay. Ich möchte gerne einen Patienten übergeben. Also einen Patienten übergeben, nicht den Patienten übergeben. Kann man das hier direkt? Nee, das, dann. Das ist die Krankenschwester, das ist Julchen, ne? Ist auch Krankenschwester. Wer bist du denn? Du bist auch Krankenschwester. Warum seid ihr alles Krankenschwestern? Bist du Arzt? Nein, du bist Krankenpfleger. Bist du Arzt? Ja, Nadja. Patienten übergeben. Warum? Achso, okay, du läufst dann so. Alles klar. Ich dachte jetzt schon. Frau Doktor. Frau Doktor. Ich hab hier einen Patienten. Frau Doktor. Sollten Sie sich um den Patienten kümmern? Okay, Doc. Medizinforschung recherchieren können wir hier an diesem PC. Aber erst, bevor uns das weggenommen wird, Abstrich analysieren. Und zwar der. Huch, hoppala. Sorry. Interesting, interesting. Zenjil, the ruler of May. Ja, voll interessant. Sehr interessant. Mhm. Und kriegen wir was raus? Verdammt! Wir sind noch zu dumm. Alles klar, wir müssen die Logikfähigkeit hochschießen. Beim Test der Gewebeprobe im chemischen Analysegerät wurden keine Ergebnisse erzielt. Die nicht eindeutigen Daten haben bei Sam Verwirrung ausgelöst, sodass er weitere Untersuchungen an Alice Status vornehmen muss, um eine eindeutige Diagnose stellen zu können. Ja, aber Alice ist schon geheilt, damit hat sich das dann erledigt. Du bist noch, wer bist denn du? Aaron. Aaron. Das kann ich nicht, das wurde schon gemacht. Okay. Alles klar. Gibt's hier sonst noch irgendeinen toten Patienten? Ich meine, Kranken. Frank ist wieder da. Frank. Da bringen wir Frank mal zur Untersuchungsding und gucken mal uns an, was mit Frank los ist. Schönen guten Tag. Herr Fernse. Kommen Sie mit, Herr Fernse. So, Benneboy. Oh. Aber noch lächelt. Noch lächelt Sam. Jetzt nicht mehr. Mit Entchen drauf. Er hat Entchen auf den... Oh, shit. Okay. Nee, jetzt nehmt mir den Patienten nicht weg, Leute. Boah, wie unhöflich. Ich habe schon wieder zu viel Fuller House geguckt. Ja gut, dann lassen wir das, dann machen wir uns erstmal einen Snack. Mann. Snack kaufen. Zu teuer. Ach komm, scheiß drauf. Wir müssen ja heute wieder so 149, müssen wir wieder reinkriegen. Haben die einfach uns den Platz hinten geklaut? Und warum läuft ihr hier alle so ein bisschen merkwürdig rum? Was ist das für ein Bug? Ich will jetzt wissen, ob hier irgendwo so ein scheiß Bild hängt. Dass das deswegen so ist oder so.
Was bist du für ein Bild? Nee, du bist nicht so ein Bild. Ich check das nicht. Da sind auch keine Bilder. Also hier komischerweise laufen sie ja alle noch normal rum. Aber ab hier, da ist das irgendwie... Also, muss ja irgendwo was sein, wo sie sich denken, ach, ich laufe heute mal als Clown. Weil es so Spaß macht. Also verstehen tue ich das jetzt eher weniger. Muss ich mal im Internet gucken. Also das ist ja doch schon ein bisschen merkwürdig. Vor allem laufen sie alle als dieser komische Clown rum. Und wir kriegen ja noch nicht mal eine Emotion oder sowas, dass hier der traurige Clown rumläuft. Also verstehe, tue ich das nicht. Warte mal. Ups. Full Cast Edit, war das so? Das war jetzt falsch, ne? Ich guck mal, ob das jetzt geht. Hups. Ich finde das ein bisschen sehr merkwürdig hier. Da bist du ja recht normal. Kann man hier irgendwie deine Arbeitsklamotten? Nee. Badekleidung ist das nicht. Ausgekleidung ist es nicht. Nachtwäsche ist es auch nicht. Also irgendwas scheint ja mit den normalen Klamotten für die Arbeit nicht zu stimmen. Ich wüsste auch nicht, wo das anders herkommen könnte. Bei den Clown haben sie ja jetzt wieder neu mit reingemacht, also... Verstehe ich nicht. Also, merkwürdig. Recherchiere mal ein bisschen. Nein, nicht Karriere, da. Wehe, du klaust mir jetzt den PC. Jürchen, ich sag's dir im Guten. Verstehe das nicht. Ich guck mal gerade, ob das hier irgendwo steht, von wegen mit Clown, über Clown reden oder sowas. Aber über Kollegen tratschen. Nee, verstehe ich nicht. Also komisch. Können wir ein Bett machen? Können doch bestimmt ein Bett machen, da gerade, wo alles drin las. Lag. Er lauft mit den komischsten Klamotten hier rum, du auch. Also, was soll denn das? Kann man das angucken? Achso, nee, da. Okay. Oh, wir müssen aufs Klo. Habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn hier die Toilette? Gab's hier aber? Ja, da ist eine Toilette. Dip, 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 dip. Mein Gott, hast du X-Beine. Warum seht ihr alle aus wie Clowns? Sag mal, geht's noch? Ey, folgt ihr mir hier auf Toilette? Ich glaub's ja wohl. Warum seht ihr alle aus wie Clowns? Verstehe ich nicht. Vor allem immer mit diesem komischen falschen Lächeln dabei, ne? Es ist richtig gruselig. Pfütze aufwischen. Können wir ja direkt hier. Hahaha. Verstehe einer, also. Ich tue es nicht. Hat das vielleicht von euch jemand noch? Also,
Ich finde das äußerst verwirrend. Wo ist Sam hin? Ach, da. Wie kommt hier eine Wasserpfütze hin? Und Julia, warum verfolgst du mich die ganze Zeit? Sam hat heute angemessene Arbeit geleistet. Vorsorge ist die beste Sorge, daher sollte ein bisschen Gas geben. Komm, wir haben einen Urlaubstag extra gekriegt, ja? Außerdem haben wir morgen frei. Das heißt, wir können uns gut um unsere Fähigkeiten kümmern. Sprich, endlich mal echt irgendwelche aufbauen. Zum Beispiel Kochen, Athletik, Logik. Möglicherweise auch ein bisschen Fotos machen. Das wäre auch mal eine Idee. Dass wir uns so eine große Fotowand irgendwo erstellen. So, jetzt kümmern wir uns erstmal darum, hier reparieren. Krieg ich keinen gewischt. Also du kannst ja gewischt kriegen, aber steht nicht drum. Deswegen. Kommt er da überhaupt dran? Tatsache. Bitte krieg ich kein gewischt. Bitte. Na? Alles gut? Jawohl! Wir haben wieder heile gemacht. Da machen wir das Ding mal direkt wieder an und auf. Ach komm, elektronisch. Das können wir plündern. So, plündern. Und dann wegschmeiße. Obwohl, stopp. Lass mal liegen. Ha! Ich wusste es. Sehr gut. Können wir schon irgendwas verbessern? Da können wir Caterer... Nein, da können wir nichts verbessern. Können wir hier... Hoppala. Können wir hier was verbessern? Nein, können wir hier was verbessern? Nein. Schade. Oh, ich hab keine Freunde. Ja, dann machen wir das mal. Dann laden wir mal die... Wo ist sie denn? Jade, da ist sie doch. Jade. Komm doch mal rüber, Jade. Komischerweise haben wir mit Julia mehr Spaß als mit Jade. Gina haben wir noch kennengelernt, Janet haben wir kennengelernt. Okay, Jade, kommst du vorbei oder kommt sie jetzt nicht vorbei? Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Jade ist gerade beschäftigt. Okay, suchen wir uns jemand anderen. Elsa? Elsa! Do you wanna build a snowman? Okay, sorry. Sie mag keine Kinder. Nee, mit ihr will ich keine. Alina sieht komisch aus. Die sehen mir irgendwie alle zu maskulin, die Weiber. Olivia, Gina. Gina wird auch noch gehen. Aber Gina ist Arbeitskollegin, das möchte ich ja weniger. Janet ist zu alt, ne? Ja, Janet ist zu alt. Elsa, wie alt ist Elsa? Elsa hat nur zwei Merkmale, das heißt, sie müsste Teenager oder sowas sein. Ach komm, wir laden mal Christoph ein. Christoph, hast du Zeit hier vorbei und so? Wo können wir denn mit Christoph hin? Wo sollen wir mit Christoph mal hin? Hey Christoph, ich hab keine Freunde. Lass uns doch mal treffen, okay? Ja, okay, und wo? Oh, die Saftbar. Auf eine Bar habe ich voll Lust. Komm, wir gehen ins Blückende Lama. Wir können morgen endlich mal ausschlafen. Boah, wie geil ist das denn? Ach, Mensch. Jetzt drücke ich schon im Ladebildschirm auf die Taste 3, damit das schneller geht. Oh, es ist soweit. Ach ja. Sollte jetzt gleich eigentlich weitergehen. Laut der Fraps-Zahl. Oder auch nicht. Na? Gut, wir haben schon mal Musik. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö.
Oh, ich sehe ja überhaupt nichts los, ey. So, hi Christoph. Alle Getränke zum halben Preis. Nett. So, du Christoph, ich bin voll traurig. Mach mal was. Mir geht's voll kacke. Und ich zieh mich mal jetzt mal um. Outfit ändern. Ach komm, ich will mal für Partykleidung. Ah. Jetzt bin ich angespannt, weil keine Party ist, oder was? Über Probleme beschweren. So. Wer bist du denn? Ach, Aaron, du warst doch jetzt letztens erst krank. Warum bist du arbeiten? Okay. Hey. Okay, worum auch immer es ging. Keine Ahnung. Lauf nicht weg. Ich muss meinen Ärgerluft machen. Du musst jetzt mal hier Ventile werden. Ist das Olivia? Nee, Alessia. Okay. Ich muss mich mal eben aufregen. Okay. Ist schon gut. Mir geht's wieder voll gut. Kompliment machen? Lauf doch nicht weg, Christoph. Ich setze mich jetzt dahin und rede mit dir da hinten. Ja, genau. Setzt ihr beide euch mal hier an den Tisch, dass ihr richtig miteinander reden könnt. Das wäre eine super Idee. Du solltest dich an den Tisch setzen. Sam, was machst du? Oh, ey. Okay, Doc. Insider-Story erzählen, komm! Okay, dann geh doch halt wieder. Also, hab ich kein Problem mit. So, wie sieht's aus? Der Spaß ist immer noch weiter unten. Das verstehe ich absolut gar nicht. Kannst du tanzen gehen? Hier, tanz mal. Das müsste den Spaß eigentlich wieder heben. Ja, tut's. Und zwar richtig gut. Komm, weiter steigen. Nicht runtergehen, weiter steigen und steigen und steigen und steigen. Was steigt denn da? Ach, der Tanzlevel steigt. Ja, okay, alles klar. Gut, reicht. Sam, ich glaube, du könntest jetzt eigentlich mal nach Hause gehen. Die Gruppe hat sich sowieso aufgelöst, so wie es aussieht. Alien-Nacht. Okay. Alien-Nacht. Alles klar. Gut, während ihr jetzt alle in die Bar geht, hau ich nämlich nach Hause ab. Hm? So muss das. Was ist gerade mit dem Bild passiert? Ich habe weder eine Taste gedrückt, noch die Maus irgendwie großartig bewegt. Na gut, Spiel hat sich gemeint, mache ich einfach mal irgendwas kaputt. So, ich glaube, wir müssen die Folge wieder beenden. Ja, wir können die Folge wieder beenden. Das können wir machen. Einmal wieder ins Bett sein mit dir. Schlafen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und... Gerüchteweise steigt im Chalet gerade eine verrückte Party. Kommst du mit? Nö. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Sims 4. Bis dahin. Tschüss.